Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Video. Heute packe ich wieder die Brandnussbox für euch aus. Ja, ich war beim Friseur und habe mir die Haare kurz schneiden lassen. Hinten sind sie ganz kurz. Lass mal liegen, Schatz. Und vorne ein bisschen länger. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die neue Frisur findet. Ich finde es krass. Aber ich wollte mal was Neues. Und ich will euch noch mal eine Freude mitteilen. Emine, bitte leise, okay? Gleich. Und zwar habe ich in einer Woche, also in 6 Tagen, 1,3 Kilo verloren. Das musste ich jetzt euch einfach mitteilen, weil ich mich so freue. Ich wollte mich eigentlich nicht wiegen, weil ich gestern noch 2 fette Stück Kuchen gegessen habe, ein Teller Pommes und am Abend noch Pudding. Das heißt, ich habe gestern nicht so wirklich auf die Punkte geachtet, habe dennoch heute auf der Waage 1,3 minus gehabt und ich habe jetzt insgesamt 1,4 weg. Das wollte ich euch kurz mitteilen, meine Freude. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Und jetzt fangen wir mit der Brandungsbox an. Heute wieder alleine, denn mein Mann muss viel, viel arbeiten im Moment. Also nicht am Haus, sondern er muss halt viel in die Arbeit. Und das heißt, er hat nicht so viel Zeit. Das heißt, ich packe alleine aus. Aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Und zwar haben wir hier wieder die Emilio. Ihr habt dann hier wieder die Zutatenliste. Also, wenn es ein bisschen lauter ist, tut mir leid, wenn ihr das spielt. Und zwar haben wir vom Leibniz Zoo Fabelwesen. Fabelwesen, genau. Und zwar sind es irgendwelche Drachen. So sehen die aus. Es sind irgendwelche Drachen drin. Ich denke mit Dinkel. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Genau, glutenfrei, laktosefrei. Das ist ja immer gut. Und für die Kinder ist es ja sehr, sehr lecker immer. Leibniz macht sehr gute Kekse. Dann haben wir aber noch mal was. Und zwar Minis, gluten- und narkosefrei. Also auch ebenfalls. Hier solche Mini-Kekse. Und da bin ich auch schon gespannt, wie das so schmeckt. Also vielleicht probiere ich mal ein, ob man einen Unterschied merkt. Aber ich probiere jetzt nichts. Ich will meine 1,3 Kilo nicht versauen. Dann haben wir von Knorr, natürlich lecker, Salatdressing, Erdbeer und Chili. Ich sag euch am Schluss die Preise, ich muss immer drauf gucken. Und hier steht 100 natürliche Zutaten. Ich denke, das sind Salatdressings, die man machen kann. Ja, wenn man das jetzt nur mit Wasser macht, dann hat das, glaube ich, für mich auch keine Punkte. Das muss ich mal gucken, weil hier wird Balsamico-Essig und Öl dazugegeben. Muss ich ja berechnen, aber ich denke, zu viel wird das jetzt auch nicht ausmachen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann haben wir, was ist denn das? Passata von Mutti. Was ist denn das da für die Mutti? Solo Pomodoro Parma. Passierte Tomaten. 100% italienische. So sieht das aus. Ich denke mal, das ist super zum Kochen. Da ist es halt sehr fad. Also zum Nudeln würde ich jetzt selber machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel was zum Kochen braucht, passierte Tomaten, vielleicht für ein Rezept oder so, ist es perfekt und ist auch echt groß. Kennen die Marke noch gar nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Was meinst du denn da? So, auf der anderen Seite haben wir Rapsöl von Rapsgold. Pur und mild für warme und kalte Gerichte. Da ist 250 Milliliter drin. Und wie sieht das aus? Genau. Perfekt zum Kochen, Essen verfeinern, was weiß ich. Oder für einen Salat. Ich mag ja Öl immer sehr gerne. Mina muss mir helfen. Pass auf, dass du nicht alles die Dinge rausschmeißt. Dann haben wir das Nutz gleich. Wir haben das Nutz-Magazin für 1 Euro. Das kennt sie ja immer. Und das liest meine Tochter auch sehr gerne. Deswegen gebe ich es ihr jetzt. Dann kommen wir zur zweiten Etage. So. Oh, das ist super eine. Ganzen Dinger. So, dann haben wir was zum Trinken. Hier auch. Felslauer Balance Pfirsich Mango mit 7% Fruchtgehalt. Und zwar sieht das sehr aus. Es sieht sehr... Bei euch kommt es eher orange über, bei mir ist es sehr peachgelb, ja. So würde ich sagen, meine Güte. Das hat kalorienarm,
Kohlenhydrate 4,4, Fett 0,5, also es geht noch. Ich trinke eigentlich nur Wasser. Ich muss jetzt mal gucken, wie viele Punkte das hat. Vielleicht trinke ich davon mal was. Muss aber punktearm sein bei mir. Da haben wir nochmal was zum Trinken. Und zwar von Valentina. Ich glaube, das hatten wir mal. Mildes Frühstück, Apfel, Orange, Mango, Aprikose, 100% Saft. Ausgereichert mit Vitamin C. Das ist neu. So sieht das aus. Saft, also es ist einfach ein Saft. Perfekt für ein Frühstück, zum fit werden. Ich denke, das wird von... Meine Nase ist voll zu. Ich denke, das wird von den Punkten her nicht so drin sein, aber einen Schluck werde ich testen. Meine Kinder lieben ja sowas auch. Dann kommt vom Milram Milchreis pur. Das Buch. 1 Kilo. Das muss ich einscannen, wie es von den Punkten her ist. Und zwar sieht das so her aus. So schaut es aus. ganz normaler Milchreis, muss man da was dazu nehmen. So. Mine auch. Hier war ein Buch. Moment. Hier steht jetzt irgendwie nichts, dass man das... Ach hier, Quatsch. Bin ich bescheuert. Also ich denke, man muss das nur erwärmen, oder? Habe ich das richtig gelesen? Also schreibt mir das mal in die Kommentare, ob man das nur erwärmen kann, weil ich habe jetzt hier nichts gefunden. Schmeckt sowohl kalt als auch warm zubereitet. Ja, ich denke, das muss man nur erwärmen. Ich schaue es mal, was von den Punkten her, wie das aussieht. Und dann gönne ich mir vielleicht mal was. Wenn es unwarm ist. Dann haben wir Centis. Seit 1893. Sonnenfrüchte, Kreation des Jahres. Aprikose, Mandarine, Jutsu. So sieht das aus. Sieht sehr lecker aus. Muss ich mal gucken, wie viele Punkte das hat. Marmelade geht ja eigentlich immer. Aber ich will die auf jeden Fall mal probieren. Schaut sehr lecker aus. Perfekt für den Sommer. Dann als letztes, oder? Nee, da ist noch was drin. Hätte ich jetzt fast übersehen, das ist ein bisschen blöd hier reingelegt. Und zwar Kaffee. Warte mal, Kaffee Latte von Baileys. Das ist Shake und, kann ich jetzt nicht lesen, enthält Alkohol 200 Milliliter. So sieht das aus. Das ist was für Mann. Ich mag Kaffee sowieso nicht und mit Alkohol. Wie sollst du der Alkoholtrinker? Von daher würde ich es mal Mann probieren. Dann haben wir, wo ist eigentlich der Zettel? Was ist denn das hier? Ich soll mal gucken. Ach, eine Soße. Ach, das ist das hier. Wenn ich es jetzt aufklicke. Ja. Und zwar ist hier ein Testprodukt drin. Mit so einer Soße. Ich glaube, das ist jetzt indisches Curry. Genau. Okay. Indisches Curry. Und Soße. Da ist eben dieses eine Teil drin. Ist nicht viel. Aber wird getestet. Und ich muss gucken, wie die Punkte, weil... Es ist halt, hier ist es glaube ich drin, genau, das muss ich doch aufmachen. Das sind die Mengenangaben, die brauche ich für die Punkte. Wie gesagt, ganz cool. Hallo! Aber, hallo. Genau. Jetzt zeige ich euch noch, die Kiste ist leer. Ich bin ein bisschen abgelenkt von der Emilia, weil sie dauernd das zeigen will. So! Die Leibniz-Käse haben einmal diese Tiere, 1,89, 100 Gramm. Dann diese Kekse, diese normalen Kekse, auch 1,89 100 Gramm. Dann Valencia, also das hier, hat 1,69 für 1 Liter. Kaffee, also das Eiskaffee mit Alkohol, kostet 2,49 für 200 Milliliter, ganz stolzer Preis. Centis Marmelade 1,89 für 295 Gramm. Milchreis 1,59 für 1 Kilo, wie gesagt. Dann das andere das Getränk, das Getränk 99 Cent, 250 Milliliter. Für den Preis ganz okay. So,
Dieses Tomaten. Tomaten. Passierte Tomaten 1,89, 700 Gramm. Das Salatdressing 1,29 für 4 x 32 Gramm. Und das Rapsöl 1,39, 250 Milliliter. Ja, meine Lieben, die Kiste ist leer und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem irgendwie gefallen, auch wenn ich ein bisschen abgelenkt war, es tut mir leid. Aber Emilia hat jetzt gerade die Eingewöhnung im Kindergarten und dann kann ich auch mal wieder in Ruhe meine Videos drehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!